This podcast is proudly presented by our partners, Schmeisser, GMG, and Ramfelt Precision Gun Care. Got my heart, no blue bits. Break you and him. This sound like Argentina. Had to fix my demand. No, they don't want me breathing. Still, I run like that. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim United Shooting Channel. Wir sind immer noch auf der Lynx Brutality. Mein Gast heute, Fabio Schäfer. Fabio, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Genau. Also wir sind hier im schönen Slowenien und wir berichten hier so ein bisschen über die Lynx Brutality. Vielleicht kannst du einfach mal was darüber erzählen, wie du hier hingekommen bist oder beziehungsweise was du hier genau machst und vielleicht auch mal was über die Stages. Wir haben eben schon, habe ich einen Samo gefragt, was sind so die schwersten Stages, wo haben die Shooter am meisten Angst vor? Vielleicht kannst du mal drauf eingehen. Ja, wie bin ich hier gelandet? Ich glaube, das hat angefangen mit 2022 Finish Brutality. Da habe ich zum ersten Mal bei so einem Contest mitgemacht. Mhm. Und ja, ist irgendwie der Kontakt entstanden. Und so habe ich einen Startplatz hier dann ergattern können. Und jetzt bin ich hier, freue mich extrem drüber, weil es brutal Spaß macht. Und die Stages, bisher habe ich die ersten 5 gemacht. Morgen geht es ja weiter mit 6 bis 10. Und super abwechslungsreich, ein schöner Mix aus Pistole, Rifle, körperlicher Anstrengung. Und meine Lieblingschallenge war, glaube ich, bisher, wo man mit so einem Rope sich ablassen musste am Start. Die ist allerdings dann nicht ganz so gut gelaufen wegen der Pistole am Ende. Da brauche ich einfach mehr Training. Okay. Aber die bisher mit Abstand am besten lief, war die Kettlebell Challenge. Da musste man immer 2 Kettlebells werfen und dann auf, glaube ich, 200 Meter Ziel treffen. Dann muss man wieder werfen und so lange, bis die Zeit halt rum ist. Und das hat sehr gut funktioniert. Samu hat gesagt, das wäre seine Challenge, wo er am meisten Angst vor hätte, einfach wegen der körperlichen Anstrengung. Ah, okay. Aber ich glaube, bei dir ist das vielleicht so eine andere Sache, das Ganze. Ja, ja, da konnte ich meine nicht vorhandenen Pistolen-Skills vielleicht rausholen. Ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, du bist ja auch jemand, der da drauf steht, sich so ein bisschen selbst zu challengen und Herausforderungen anzutreten. Wie hast du mit dem ganzen Schießen oder beziehungsweise wie bist du da das erste Mal mit in Kontakt gekommen? Boah, das allererste Mal Schießen war, glaube ich, 2011 in den USA. Da habe ich dort einen Kumpel besucht und da war das halt so Hillbilly-mäßig irgendwo hinterm Haus in irgendeinem Canyon drin. Ja, hier lass mal auf Wasserflaschen schießen und da habe ich zum ersten Mal geschossen. Es hat brutal Spaß gemacht und ja, so hat sich das dann ergeben, dass man da immer öfters irgendwo, wenn man in den USA war, dann irgendwann Deutschland und so weiter, ja. Ja, es gibt ja überall immer die Möglichkeiten, mal auch mal einen Schießstand zu besuchen oder genau. Beziehungsweise auch mal was Neues auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob du schon mal in den USA zum Beispiel auf der SHOT Show, ist ja auch so eine Geschichte. Las Vegas, nee, war ich bisher noch nicht. Ich war nur mal bei Battlefield Las Vegas an dem Schießstand. Da waren wir auch letztes Jahr. Ja. Ist auf jeden Fall ja immer was ganz anderes, wenn du auf einmal anfängst, die vollautomatischen Sachen zu schießen. Ja, das ist krass. Ich war auch immer nur so dit. Und der Typ war am Schreien so, it's full auto. Alt gedrückt, ja. Ja, genau. Das Geile ist ja auch noch, dass die auch noch da drin anbieten. Ich glaube, die haben so einen Helikopterflug, ne, wo du dann, weiß ich nicht, mit einer Saw, glaube ich, wo du dann so ein bisschen da oben. Ja, das ist krass. Man kann auch, glaube ich, mit einem Raketenwerfer auf ein Auto in der Wüste schießen für $2,000 oder so. Die haben schon ein breites Angebot. Dann einfach mal eine Frage an dich, jetzt gerade dieses ganze Schießen. Ich komme ja auch aus der Jagd. Wie kommt das so bei deiner Community an? Wie ist das? Sagst du, da sind dann auch Leute, die sagen, ey Fabio, das ist voll scheiße, das, was du da machst und kann ich mich nicht mehr identifizieren? Wie gehst du damit um? Ja, definitiv. Also ich weiß, wenn ich hier ein Video über das Event mache, dass ich Follower verliere, dass Hate-Kommentare kommen, das ist mir völlig bewusst, aber wie bei allen anderen Dingen, die ich tue, stehe ich dazu. Ja. Und die Alternative wäre, dass ich hier heimlich wäre. Auf sowas habe ich keinen Bock. Also wenn ich an etwas Spaß habe und dazu stehe, warum soll ich es nicht öffentlich machen, wenn ich sonst über alles Videos mache? Und von daher ist mir das ziemlich egal. In Deutschland ist sowieso alles immer so ein bisschen schwierig, was mit Waffen zu tun hat. Auch gerade, weil halt nie differenziert wird. Es ist immer schwarz-weiß. Jemand, der eine Waffe in der Hand hat, ist böse und findet Krieg toll und was weiß ich was. Und dass da nicht differenziert wird, ja, ist ein bisschen schade, dass man da auch einfach den Spaß, die Herausforderung, den Skill sieht oder die Jagd auch anders sehen kann und da einfach offen ist, anstatt sich vor
vor Dingen kategorisch zu verschließen und das zu verurteilen. Aber es gibt ja auch viele, die, sagen wir mal, die jetzt auch eine höhere Followerschaft haben, die sich dann noch so ein bisschen da verschließen, was das angeht, die man bei solchen Events sieht. Aber ich finde, das hilft auch überhaupt gar nicht. Man muss ja auch darüber reden. Das ist ein Sport, den wir hier machen, oder beziehungsweise das Ganze ist ein Sport. Die Waffe ist ein Sportgerät, so sollte man das auch sehen, oder beziehungsweise ein Werkzeug für die Jagd. Und es geht ja hier nicht darum, dass jeder, der wie du das gerade gesagt hast, der eine Waffe hat, der den Krieg geil findet, hat er überhaupt gar nichts mit das eine mit dem anderen zu tun. Null. Es macht einfach Spaß, das Schießen und hier auch so eine Competition mitzumachen, sich selbst herauszufordern und auch einfach Sachen dazuzulernen. Ja, absolut. Also ich sage auch immer so, jeder, der sagt, dass Schießen keinen Spaß macht, der belügt sich halt selbst und andere, weil es macht halt Bock, dann steh halt dazu, spring über deinen Schatten so und was jeder daraus macht, muss man ja für sich wissen so. Aber diese grundlegende Verurteilung und finde ich immer schwierig, aber das gibt es ja in anderen Bereichen genauso. Ach, ich kenne das von der Jagd. Bei uns ist Jagd in Deutschland ist cool. Sobald wir ins Ausland gehen, geht es gar nicht mehr. Wo ich mir noch denke, so befasst euch mal mit dem Thema. Und dann, also nicht immer andere Leute nur judgen, einfach mal ein bisschen da. Absolut. Und wenn man dann noch bedenkt, dass jeder gerne ins Kino geht oder mal am Computer zockt. Also ich meine, was schauen sich die meisten Leute an? Actionfilme? Was weiß ich, da ist es dann okay, aber wenn man sich dann im Real Life mit etwas beschäftigt, um echte Skills zu bekommen und echte Erfahrungen zu machen, dann ist es auf einmal böse, also es ist immer so eine Doppelmoral und von daher, egal. Du hast gerade gesagt, deine Pistolenskills musst du noch ein bisschen üben, was machst du am liebsten? Ist das Büchseschießen oder Pistole? Ja, AR-15 macht mir mit Abstand am meisten Spaß, das komme ich am besten zurecht, also ich meine, es ist auch kinderleicht eigentlich. Was hast du für eine hier mit dabei? Von Schmeisser, die S4F. Okay. Ja. Und läuft gut? Ja, die läuft gut. Die läuft gut. Du bist ja auch in dieser ganzen Bushcraft-Survival-Szene unterwegs. Ich denke, das ist auch alles so was zusammenspielt. Ne? Also es ist irgendwie, ich finde, das gehört auch alles zusammen. Vielleicht kannst du mal dazu was sagen, was da auch im Moment so die Projekte sind, wo du dran bist. Letztes Jahr hatte ich das Riesenprojekt mit Otto, Survival Squad. Da waren wir in Kanada zu zweit unterwegs. Und haben uns da in der absoluten Wildnis aussetzen lassen. Das war auf jeden Fall richtig krasse Erfahrung und hat total Spaß gemacht, war nicht mal ganz ungefährlich, aber das wussten wir vorher und sowas in der Richtung wird auf jeden Fall nochmal kommen. Wann, kann ich noch nicht sagen, aber das wäre jetzt halt Großprojekte. Ansonsten bin ich halt immer für kleinere Sachen mal unterwegs, wo ich, was weiß ich, 2, 3 oder 4, 5 Tage draußen bin. Aber so ein Mammutprojekt wie Survival Squad letztes Jahr, das war ein Zeitinvestment von 5 bis 6 Wochen. Also rein die Produktion quasi, dass wir da, also wir sind ja nur zu zweit hingeflogen. Es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie ein Backup-Team dort hatten oder so, sondern wir sind wirklich nur zu zweit hingeflogen. Es war so Freestyle, hatten unsere GoPros dabei, hatten den Kontakt vor Ort, der uns das da alles ermöglicht hat. Es war alles auf Privatbesitz quasi, wo wir erst mit dem Buschflieger dann raus sind, dann mit dem Heli rausgebracht wurden und das war schon richtig krass Premium so. Also hört sich gut an. Ja. Mal eine Frage zum Jagdschein. Ist das was vielleicht dann auch noch in Zukunft kommen wird? Jagdschein habe ich tatsächlich 2020 gemacht. Okay, das wusste also ich nicht, sorry. Alles gut. Ich komme aus einer Jägerfamilie. Also meine Tante ist Jägerin und mein Opa war viele Jahre Förster. Also meine Mutter ist auch im Forsthaus groß geworden, mitten im Wald, mit ihren Geschwistern. Und von daher war ich in die Richtung immer geprägt. Und auch bei mir gab es so mit Teenageralter, glaube ich, so mit, ja, weiß ich nicht, 15, 16 hat das so angefangen, dass ich das so verurteilt habe. Nee, Quatsch, es war doch 17, ist auch egal, auf jeden Fall so Teenageralter, wo ich dann gesagt habe, so ja, wegen Massentierhaltung will ich kein Fleisch mehr essen und bla. Und dann habe ich quasi auch die Jagd mit verurteilt, aber es war so komplettes Schwarz-Weiß-Denken, einfach weil ich mich vor dem Thema verschlossen habe. Und dann war aber mein Opa ist relativ früh gestorben und meine Oma hat immer davon erzählt, ich habe immer das Jagdzimmer gesehen und ich war immer im Wald und so weiter. Und dann war irgendwie die logische Konsequenz, boah, ich will einen Blick über den Tellerrand werfen und mich mit dem Thema beschäftigen. Ja. Habe dann damals bei einer Jagdschule angerufen, habe gesagt, so ey, so sieht's bei mir aus, das ist mein Background und ich würde das gerne bei euch machen. Ich meine, die so, ey, kein Problem, komm dazu. Und dann habe ich auch wieder Wildfleisch gegessen und war viel draußen und
Das war sehr horizonterweiternd, weil da sind wir bei dem gleichen Schwarz-Weiß-Ding, was ich eben angesprochen habe, dass wenn man sich kategorisch vor etwas verschließt, dann kann man sich kein Bild erlauben. So. Nein, es geht ja auch einfach darum, dass man auch, ich finde das gut, was du da sagst, dass man auch einfach für die Sachen steht, die man macht und dass man dann darüber reden kann. Weil am Ende des Tages muss man der Community auch was zurückgeben. Und ich denke, was du gerade gesagt hast, Massentierhaltung und dieses Thema mit Jagd, es ist am Ende des Tages, muss ein Tier dafür sterben, dass man was essen kann. Aber ich finde, bei der Jagd ist es halt ein komplett anderes Thema. Absolut. Und ich meine, so war es ja auch früher. Es gab eine Nahrungskette und wir haben es halt mit der Massentierhaltung alles durcheinander gebracht. Früher war das ein schöner Kreislauf. Ja. Was mich noch interessieren würde, wieso deine Perspektive ist gerade, sag mal, auf dieses Thema heutigen Politik, sagen wir mal, was die Veränderung war in den letzten Jahren, gerade zum Thema Waffenbesitz oder Jagen oder auch mit Sportwaffen, was du da denkst, was so, ob das gut oder schlecht war oder wie du das einschätzen würdest. Boah, ja, in Deutschland ist ja alles ein bisschen ängstlich, sag ich mal. Ja. Das ist in allen Bereichen so. Deutsche an sich hat immer Angst. Und das spiegelt sich auch bei dem Thema wieder. Und man kann natürlich gut Politik damit machen, wo man sagt, so, wenn irgendein Politiker sich hinstellt, so, jetzt verschärfen wir das. Und der normale Bürger, der sich nicht mit dem Thema beschäftigt hat, der hört nur, es wird verschärft, ist ja gut, weil Waffen sind böse. Aber wenn man dann eben reinschaut, dann sieht man, ey, das macht irgendwie keinen Sinn und ist irgendwie Augenwischerei. Und deshalb finde ich schwierig. Da muss halt sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Und ja. Ich denke, das ist auch eine gute Sache, dass du dann hier sitzt, dass man einfach ein bisschen darüber sprechen kann, über sowas. Aber auch gerade zum Beispiel in den USA ist ja auch immer dieses Thema, wir müssen vollautomatische Waffen verbieten, wo ich mir dann denke, es gibt keine vollautomatischen Waffen, die im Privatbesitz sind, außer mit Reglementierung. Ja. Und da ist auch immer einfach eine Aufklärungssache oder beziehungsweise ein Problem, wo die Leute sich auch einfach gar nicht mit auskennen und dann immer auf dieses Mainstream mit draufspringen. Ja, absolut. Und ich meine, so eine Headline macht sich ja auch gut. Also wie gesagt, wenn man sonst gar keine Berührung mit diesem Thema hat, dann ist das ja ziemlich einfach, sich da auch überzeugen zu lassen oder ein Bild zu schaffen. So. Wie hast du dich auf das Ganze hier vorbereitet? Ich muss leider zugeben, gar nicht. Okay. Gar nicht. Also ich habe das letzte Mal Pistole 2022 bei Finnish Brutality geschossen. Okay. Und Es war irgendwie keine Zeit, es war irgendwie dauernd irgendwas und ich dachte, ich fahre noch zum Schießplatz und ja, gehe nochmal so ein paar Sachen durch. Ansonsten, ja, bin ich halt jede Woche mehrere Tage im Training, also körperlich bin ich fit. Was machst du genau? Ich mache viel Kampfsport und trainiere da 5-6 Tage die Woche und von daher war auch die Kettlebell Challenge, glaube ich, ganz gut für mich. Da konnte ich Gas geben, aber ja, die Pistole hat mir ein bisschen was versaut. Ja. Okay. Was kommt morgen noch dazu? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Also ich habe jetzt heute die 5 Stages gemacht. Die haben brutal Spaß gemacht und ich weiß gar nicht, was morgen ansteht. Also ich lasse mich überraschen. Okay. Ja, improvisiere dann. Hast du schon was geplant, was als nächstes, sagen wir mal, Schießsport-Event kommt oder steht das noch offen? Ja, also Finnish Brutality steht auf jeden Fall an und dann im Sommer werde ich noch bei einem Event sein, was, glaube ich, ziemlich spannend wird. Und ja, also dieses Jahr noch 2. Okay. Ja. Fabio, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass wir über das Ganze sprechen konnten. Ich meine, wir haben hier sowas von geiles Wetter. Gestern sah es ja noch ein bisschen anders aus, aber ich glaube, da können wir uns echt glücklich schätzen. Richtig nice, ja. Und dir auf jeden Fall noch ganz viel Spaß bei der Lynx hier und vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.